Hallo, liebe Gemeinde, wie geht's euch? Ich hoffe, ihr seid gesund und es geht euch gut. Der Flado hat mich gebeten, die Ermutigung zu machen für heute und ich freue mich, dass ich euch jetzt was mitgeben kann, was mir hilft in diese schwierige Zeit, die wir gerade haben. Wir haben als Selbstständiger ist das gerade eine sehr herausfordernde Zeit, weil ich jetzt 4 Wochen lang komplett keine Einnahme hatte, alles weggebrochen ist. Und ja, ich habe trotzdem von Gott ein innere Friede bekommen und habe dafür einen Bibelvers, den ich gern mit euch teilen möchte, der mir hilft, wenn ich da mir Sorge mache oder wenn ich ins Zweifeln komme, dann habe ich den bei mir und weiß, greife auf den zurück und der gibt mir dann einfach wieder Kraft und Mut. Und das ist in Johannes 14, Vers 27, was ich euch hinterlasse, ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen. Habt keine Angst. Ja, das ist einfach ein Zuspruch, den ich von Gott habe. Und ja, so gibt es in der Bibel immer wieder Zusprüche. In jeder Situation, in den Situationen, in denen ihr seid, gibt es für jede Situation, gibt Gott eine Antwort. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr mit ihm verbunden bleibt, dass ihr in seinem Wort bleibt, dass ihr ja, einfach euch auch in seinem Wort ein bisschen auskennt, damit ihr einfach dann die Sache findet, die euch Antworten gebe auf die Frage, die euch in Zweifel oder in Angst versetze. Und das Zweite, was ich mit euch teile will, ist, dass wir Botschafter sein sollen in den schwierigen Zeiten für Gottes Königreich, für Gott, für Jesus. Und da habe ich auch 2 Bibelstelle, die mir da aufs Herz gelegt worden sind gestern, und das ist einmal in 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Zaghaftigkeit und Angst gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Ja, Kraft und Liebe sind klar, aber Selbstbeherrschung bedeutet, dass wir eben in diese schwierige Zeit uns an die Regeln halten, die gemacht sind, und trotzdem aber ein Botschafter für Gott sind. Und den Leuten freundlich begegne, hilfsbereit begegne, ohne jetzt die Regeln, die offizielle, zu verletzen, aber trotzdem quasi einfach zeige, dass wir auf Gott vertraue und wisse, dass er für uns da ist und deswegen auch andere Menschen das weitergeben können. Dieses Vertrauen, dass es gut werden wird, dass es uns, ja, dass die Zeit irgendwann vorbei sein wird und wir, ja, dann wieder zusammen Gottesdienste feiern können, zusammen uns treffen dürfen in der kleinen Gruppe. Und ja, dann eben um einfach auch nochmal eine Bibelstelle zu geben, was das bedeutet, ein Botschafter zu sein. Da habe ich Epheser 4, 1 bis 6. Lebt so, wie Gott es von denen erwartet, die er zu seinen Kindern berufen hat. Überhebt euch nicht über andere, seid freundlich und geduldig. Geht in Liebe aufeinander ein. Setzt alles daran, dass die Einheit, die der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt durch den Frieden, der euch verbindet. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Gott hat uns berufen, mit ihm einen Weg zu gehen. Gott hat uns aufs Herz gelegt, dass wir ihn suchen, dass wir ihn kennenlernen, dass wir ihm begegnen und dass wir dann, wenn wir ihn kennen, eben das auch der Welt weitergeben, indem wir einfach Botschafter für seine Wahrheit und für sein Königreich und für seine Liebe, die er für uns Menschen hat, sind. Und ja, ich bin froh, dass ich das mit euch teilen darf. Ich bin froh, dass es mir in meinem Leben Kraft gibt, dass mir das hilft, ja, den Menschen, denen ich begegne, ein Lächeln zu schenken, denen Menschen freundlich zu begegnen, hilfsbereit zu sein, wo ich helfen kann. Und einfach auch, ja, hier vorangehen darf und zeige darf, dass Gott bei mir ist. Ich danke euch, dass wir im Gebet alle miteinander verbunden sind und dass wir da weiter dranbleiben für die Gesundheit zu beten, für die Gemeinde zu beten, für
unsere Regierung zu beten, dass sie die richtigen Entscheidungen trifft, dass sie richtig handelt und vorwärts geht und ja, und dass einfach da Gott auch sein reinwirken kann, indem wir einfach das im Gebet untermauern. Ich wünsche euch einen schönen Tag, genießt es, wir haben ja so tolles Wetter in der Zeit und ich freue mich, wenn die Zeit jetzt vorbei sind und wir einfach uns wieder persönlich mal wieder begegnen können. Da freue ich mich schon riesig drauf. Ich glaube, das wird ein Riesenfest, wenn wir da mal wieder einen echten Gottesdienst haben, wo wir Gemeinschaft haben dürfen und uns gegenseitig ja, in der Family Time in den Arm nehmen können. Da freue ich mich riesig drauf. Bleibt gesund, bis dann, tschüss.